Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir darüber, was Sie tun können, wenn Sie beim Reden und Präsentieren das Gefühl haben, Sie haben eine zittrige Stimme oder Ihnen bleibt die Luft weg. Und das Gute ist, es lässt sich relativ einfach verändern mit drei simplen Tipps. Mein Name ist Thomas Spandl, ich bin psychologischer Berater und Coach und arbeite mit Menschen mit Lampenfieber und Redeängsten. Zittrige Stimme hat immer als Ursache die fehlende Luft. Und fehlende Luft hat immer, zumindest mit allen Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, als Ursache, dass sie zu wenig ausatmen. Wenn sie zu wenig ausatmen, kommt bei jeder Einatmung immer weniger frische Luft rein, weil noch unausgeatmete Luft in der Lunge ist. Das heißt, das Entscheidende, um das Problem zu lösen, ist auszuatmen. Und ausatmen braucht Pausen machen. Sie haben es gerade gemerkt, ich habe nach dem Satz komplett ausgeatmet. Die Ausatmung ist wichtig, dass bei der Einatmung die Lunge leer ist, dass sie wieder frische Luft drin haben. Das heißt, mein erster Tipp ist, Pausen machen und die Pausen zum Ausatmen zu nutzen. Hab's wieder gemacht. Das ist so ein Ding, wo viele sagen, ja, das mit dem Ausatmen, mit der Pause machen, das dauert zu lang. Das merken die Zuhörer, das ist mir unangenehm. Sie können mal selber schauen, ist das lang? Ich mache die Erfahrung, es ist absolut okay. Mein zweiter Tipp ist, stellen Sie Fragen ins Publikum. Das können Sie zum Beispiel so machen, indem Sie fragen, war das soweit verständlich bis hierhin? Okay, dann machen wir hier weiter. Pausen sind total gut. Sie haben es vielleicht selber gemerkt. Pausen geben dem Publikum die Möglichkeit, das Gehörte ein bisschen zu sortieren, einzuordnen, auf sich wirken zu lassen. Und sie geben Ihnen die Möglichkeit, mehrfach ein- und auszuatmen, je nachdem, wie lange Sie die Pause machen nach der Frage, dass Sie auf die Reaktion warten. Und mein dritter Tipp ist, überprüfen Sie Ihr Sprechtempo. Das Sprechtempo ist ein entscheidender Aspekt, ob Sie sich wohlfühlen, ob Ihre Atmung da gut mitkommt oder nicht. Und es gibt kein gutes oder schlechtes Sprechtempo. Das ist sehr individuell. Es geht mir darum, dass Sie mal schauen, wenn Sie vortragen, wenn Ihnen die Stimme fehlt, wenn sie zittrig wird, sprechen Sie dann anders als normal. Die meisten Menschen sprechen schneller. Die sind im Fluchtmodus, in einem Angstmodus, sprechen schneller. Und ein ganz entscheidender Punkt kann sein, das Sprechtempo leicht zurückzunehmen, dass Ihre Atmung wieder mitkommt und sich wieder an Ihrem natürlichen Sprechrhythmus orientieren kann. Um das jetzt zu verändern, um für sich mehr Sicherheit zu gewinnen beim Sprechen, dieses Thema mit der Luft, mit der Stimme zu verbessern, brauchen Sie Übung. Das heißt, es geht jetzt darum, diese Dinge in ganz einfachen Situationen anzuwenden. Beginnen Sie in ganz einfachen Meetings, in ganz einfachen Sitzungen, vielleicht auch am Telefon. Achten Sie sich darauf, Pausen zu machen, Gegenfragen zu stellen und aufs Sprechtempo zu achten. Was Sie auch machen können, ist, Sie üben einfach Vorträge für sich vorm Spiegel zu Hause und achten mal auf das Thema. Und Sie spielen auch ein bisschen damit. Sie machen mal eine ganz lange Pause und schauen, wie es ist. Ja, was sind Ihre Erfahrungen im Thema zittrige Stimme, fehlende Luft? Schreiben Sie es in den Kommentaren. Bin gespannt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch und Abonnement. Dann bekommen Sie regelmäßig Updates rund ums Thema Lampenfieber, Redeängste und sicheres Auftreten. Bis zum nächsten Video, ich freue mich drauf.